Das Grün ist getroffen und der Ball liegt im Bunker, in diesem vermaledeiten Bunker. Das Problem für die meisten Golfer aus dem Bunker ist, dass der Ball entweder gar nicht aus dem Bunker kommt, weil der Schläger viel zu früh den Sand trifft und damit abgebremst wird, oder der wundervolle getoppte Ball hinten in den nächsten Bunker oder in das Wasser hinter dem Grün, weil der Schläger zwar zu früh zu tief ist, aber eben keinen Sand trifft und dann schon wieder hochzieht und eben der Ball viel zu hoch getroffen wird. Worauf du achten musst beim Bunker, sind eigentlich ganz wenige Dinge und die machen es dir total leicht, ab sofort jeden Schlag zumindest aufs Grün zu schlagen. Und darauf kommt es ja an. Also worauf du achten musst. Erstens, lege deinen Ball etwas mehr nach links, denn du sollst mit dem Schläger ein Stückchen vor dem Ball in den Boden schlagen, damit du ihn sozusagen aus dem Sand raushebst. Zweitens, drehe deine Schlagfläche etwas auf, damit der Schläger mehr Loft hat und der Ball früh anfängt zu steigen. Und drittens, und das ist das eigentliche Geheimnis und das Allerwichtigste für dich, dass du den Schläger nach vorne wirklich beschleunigst und du siehst, ich bin sogar ganz leicht mit meinem Gewicht auf dem linken Fuß. Weil das führt dazu, dass du mit hoher Geschwindigkeit durch den Sand durchschlägst. Als Faustformel kannst du nehmen, dass du für einen 10 Meter Bunkerschlag die Schlägerkopfgeschwindigkeit von einem 30 bis 40 Meter Pitch brauchst. Das Ganze sieht dann so aus am Ende. Ball leicht links, Schlagfläche aufdrehen, du kannst sogar das Gewicht auch ganz leicht nach links nehmen und dann das Allerwichtigste, zieh richtig nach vorne durch, damit der Ball hochsteigt und auf jeden Fall aufs Grün geht. Und genau damit geht ab sofort jeder Ball aus dem Bunker raus. Viel Spaß damit!